Wir befinden uns hier ein paar Wochen vor dem Release von FIFA 16 in dem neuen iPad, iPhone und iPod Touch Spiel. Und ja, FIFA 16 für die iOS-Geräte wird ja auch wieder gleichzeitig mit der Konsolen- und Computervariante im App Store erscheinen. Und wir haben jetzt nun hier die Möglichkeit, uns das Spiel schon einmal vorab anzuschauen. Und ja, die erste große Neuerung tritt bereits im Namen des Spieles auf. Und zwar heißt das Spiel, wird das Spiel nicht FIFA 16 heißen, sondern FIFA Mobile. Das heißt also, die Jahreszahl verschwindet in der App ab sofort komplett, sondern das Spiel heißt jetzt einfach eben nur noch FIFA Mobile, ist aber eben sozusagen das FIFA 16. Ich vermute dann mal, dass das Ganze dann einfach so mit FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19 und so weiter so ablaufen wird, dass eben einfach die App dieselbe bleibt auf eurem Gerät und es eben nur dann jedes Jahr im September zum Launch des neuen FIFAs ein großes App-Update bekommen wird. So würde ich das auf jeden Fall machen, weil sonst würde der Name ja nicht passen. Und ja, außerdem eine große Neuerung, die sehen wir dann natürlich gleich im Spiel. Wie schon bei FIFA 15 für iOS gibt es keine normalen Spielmodi mehr wie Manager-Modus, sondern nur noch das Ultimate Team. Und aus diesem Grund ist das Spiel auch wieder kostenlos, so wie FIFA 15 davor auch schon. Und ja, deswegen gehen wir jetzt hier auch in den einzigen Spielmodus, nämlich das Ultimate Team hinein. Hier können wir dann eben ganz normal, wie wir es kennen, unsere Karten und damit eben die Spieler kaufen und auch tauschen und somit dann eben versuchen, unser bestes Team zusammenzustellen. Diese Karten können wir dann natürlich auch per In-App-Kauf über die FIFA Points kaufen. Das Ganze, die Preise seht ihr jetzt hier. Ihr seht auch, dass das Spiel aktuell eben noch auf Englisch ist und ihr seht auch, dass die Spieldaten dann zum Release, zum weltweiten Release eben für alle, dass da dann die Spieldaten eben zurückgesetzt werden, so dass eben ich zum Beispiel jetzt keine Vorteile gegenüber euch habe. Denn es gibt ja auch einen Online-Multiplayer, so dass wir eben nicht nur offline spielen können und so unsere Karten erwerben können, sondern auch online spielen können. Das seht ihr da rechts. Und das Ganze ist eben auch ein Ligensystem, in welcher wir dann eben immer aufsteigen können. Das war ja bei FIFA 15 für iOS auch schon so. Wir spielen jetzt hier aber einfach mal ein Singleplayer-Spiel. Sehen dann hier eben unsere Teams, gegen die wir antreten und starten damit dann jetzt eben diese Offline-Saison. Können natürlich beides parallel spielen, Offline- und Online-Saison und eben bei beiden für unser Team eben hier diese Spieler holen. Können hier unser Team dann eben immer optimieren. Und könnt das Spiel dann entweder simulieren oder spielen. Wir spielen jetzt natürlich. Und dann wird es jetzt kurz geladen. Und dann seht ihr auch gleich die große Neuerung. Und zwar setzt EA nach eigenen Angaben jetzt auf die Grafik Engine von der PlayStation 3 und Xbox 360, also von den Last-Gen-Konsolen. Und damit soll das Spiel jetzt eben so aussehen wie auf diesen Konsolen oder eben so ähnlich. Und ja, wenn wir hier auch schon reinkommen, sehen wir auf jeden Fall, dass sich was an der Grafik geändert hat. Das sehen wir vor allem nachher auch an den Spielergesichtern. Ja, so sehen wir dann nachher, wenn die in die Halbzeitpause laufen, dann werden ja immer die Spieler gezeigt. Und dort sehen wir dann eben, dass die Spieler
nun wirklich erkennbar sind. Also wir sehen wirklich, ja, welche Spieler das jetzt sein sollen. Ob wir jetzt natürlich von diesem Team hier einen Spieler kennen, ist die andere Frage. Aber ich habe vorher mal mit anderen Teams gespielt und da habe ich die Spieler auf jeden Fall erkannt. Die Steuerung ist nach wie vor dieselbe. Wir haben eben hier einen Joystick links und rechts eben die Knöpfe, die sich immer ändern, je nachdem, ob wir eben in der Defensive oder in der Offensive sind. Außerdem können wir auch einen richtigen Controller benutzen, den wir uns eben kaufen können. Und das spielt dann natürlich deutlich besser spielen zu können. Dann habt ihr auf jeden Fall einen großen Vorteil, wenn ihr so einen Controller habt und dann online gegen einen anderen Spieler spielt. Und ja, die neue Grafik-Engine ist auch der Grund, warum wir hier das Spiel per Bildschirmaufnahme aufnehmen. Denn das Spiel läuft nur noch auf den zwei neuesten Geräten der jeweiligen Gerätekategorie. Bei dem iPhone 5 funktioniert es nur auf dem iPhone 5S und auf dem iPhone 6. Für das iPad wird es nur auf dem iPad Air und iPad Air 2 funktionieren, sowie eben auf dem iPad Mini 2 und iPad Mini 3. Und beim iPod Touch gibt es dann natürlich nur die neue sechste Generation. Ja, da hat der Spieler gerade irgendwie nicht reagiert. Ihr habt ja gesehen, dass ich in die andere Richtung gesteuert habe. Ja, aber trotzdem ins Ausgelaufen ist. Und ja, und da wir selber auch nur ein iPad 4 haben und somit das Spiel nicht auf dem iPad spielen können, so wie sonst, und dieses eben abfilmen können, müssen wir es mit dem iPhone 6 aufnehmen. Und da es eben schwierig ist oder nicht so gut ist, das iPhone 6 abzufilmen aufgrund des kleinen Bildschirms. Seht ihr also jetzt hier heute eine Bildschirmaufnahme vom iPhone 6. Ja, also ihr seht schon, ihr braucht eben ein neueres Gerät, um das Spiel hier spielen zu können. Ja, ich beende jetzt einfach mal das Spiel-Gameplay, haben wir ja jetzt gesehen. Und wie gesagt, es ist also tatsächlich so, dass das Spiel nun deutlich besser aussieht. Ich habe es gesagt, vor allem die Spieler erkennt man jetzt, dass sie eben ja wie in echt aussehen, also so wie eben auf der PlayStation 3. Und ja, von dem her ist das auf jeden Fall ein sehr cooler Fortschritt. Der Preis dafür ist natürlich, dass das Spiel eben nur noch auf den neueren Geräten funktioniert. Seht also, hier könnten dann jetzt hier natürlich aussteigen, wenn wir jetzt hier nicht aufgegeben hätten. Beziehungsweise können wir natürlich auch noch mit den anderen Spielen dann machen. Und ja, so dann eben hier, wie gesagt, Online- und Offline-Saisons spielen, um uns dann eben FIFA-Punkte zu bekommen und damit eben dann die Karten kaufen. Ja, hier sehen wir auch dann nochmal unser Team. Und hier können wir auch dann eben neue kaufen. Wie gesagt, bis jetzt eben noch alles auf Englisch in dieser Vorabversion. Nachher dann im September, wenn das Spiel dann offiziell für alle erscheint, dann wird es dann sicherlich auch auf Englisch sein. Und ja, das war's von diesem kleinen Einblick in FIFA 16 bzw. FIFA Mobile, so wie es dann heißen wird. Wenn es dann im September, in den letzten Jahren war es so, dass es sogar ein, zwei Tage vor der Konsolenversion erschienen ist, erscheinen wird. Und ja, damit war es das von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.